Lange war es still um Motorola. Nun bringt das Unternehmen, das seit mehr als 2 Jahren Google gehört, mit dem Moto G ein Smartphone heraus, mit dem man auf ein möglichst breites Publikum abzielt. Es soll ein Handy für jedermann sein, was der Preis von 169 Euro bescheinigt. Wir zeigen euch, ob das Moto G tatsächlich das Zeug dazu hat, das Smartphone für die Massen zu werden. Auf den ersten Blick wird man feststellen, dass sich das Moto G nicht sonderlich von vielen anderen Smartphones unterscheidet. Da ist die große Displayfläche auf der Vorderseite, Tasten an der rechten Flanke, Kopfhörereingang und Micro-USB-Anschluss oben und unten und eine Kamera auf der Rückseite. Wer aber genauer hinsieht, wird feststellen, dass nirgends ein Schriftzug des Herstellers zu sehen ist. Lediglich ein M, das Logo Motorolas, ziert unauffällig an der Delle auf der Rückseite. In diese verirrt sich sehr oft der Zeigefinger, wenn man das Smartphone in der Hand hält. Das Moto G bietet optisch keine Highlights. Man sieht dem Gerät an, welcher Preisklasse es zugehört. Was die Haptik angeht, spielt es aber eine Liga höher. Mit der leicht gummierten Soft-Touch-Rückseite, seinen Rundungen und dem gewölbten Rücken liegt es sehr gut in der Hand. An der Verarbeitung gibt es nichts auszusetzen. Zwar knarrt nichts, wenn man das Moto G einmal fester anpackt oder verwindet, allerdings sind die silberglänzenden Lautstärkewippe sowie der Ein- und Ausschalter etwas wackelig. Dieser Umstand schränkt jedoch die Funktion nicht ein. Das gab es noch nie. In neuen Smartphones unter 200 Euro fand man bisher noch nie ein HD-Display vor. Motorola schafft es, beim Preis sogar unter 170 Euro zu bleiben und ein 4,5 Zoll großes und von Gorilla Glass geschütztes Display einzubauen, das 329 Pixel pro Zoll bietet. Farben werden realitätsgetreu angezeigt, die Kontraste sind angemessen und Schwarz und Weiß wird sehr gut. An der Blickwinkelstabilität gibt es kaum etwas auszusetzen, an der Schärfe noch weniger. HD-Auflösung bei 4,5 Zoll ist mehr als ausreichend. Wie beim Display setzt Motorola auch beim Prozessor nicht auf den besten der besten, sondern entscheidet sich für eine preisgünstige Variante und spart erneut an der richtigen Stelle. Der Snapdragon 400 von Qualcomm taktet mit 1,2 GHz pro Kern. Der Quad-Core-CPU steht 1 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Etwas mickrig erscheint der 8 GB große interne Speicher, der sich mit MicroSD-Karten nicht aufstocken lässt und von dem Nutzer nur 5,5 GB übrig bleiben. Alternativ gibt es das Moto G in einer Version mit 16 GB Speicher, wofür Motorola 199 Euro verlangt. Eine wahrscheinlich sinnvolle Investition. Die Betriebsgeschwindigkeit ist sehr gut, Verzögerungen treten so gut wie nie auf. Einen Unterschied zu High-End-Prozessoren stellt man wohl nur selten fest. Das Wischen durch Homescreens und das Öffnen von Apps funktionieren geschmeidig. Sicherlich auch ein Grund dafür ist, dass Android fast in seiner Reinform auf dem Moto G läuft. Aufwendige 3D-Spiele wie Real Racing 3 oder Ich einfach unverbesserlich bereiten dem Moto G keine Probleme. Wer auf LTE und NFC verzichten kann, bekommt ein gut ausgestattetes Smartphone. Motorola setzt im Moto G auf eine Hauptkamera, die Fotos mit einer Auflösung von bis zu 5 Megapixeln schießt, ein vierfacher Digitalzoom, eine LED als Fotolicht und die Aufnahme von Video in HD gehören zum weiteren Umfang der Kamera. Die Kamera des Moto G hat 2 Gesichter. Bei guten Lichtverhältnissen werden Außenaufnahmen ganz gut, wobei die Kamera längst nicht mit Kameras von Topmodellen mithalten kann. Bei Innenaufnahmen mit wenig Licht und bei Dunkelheit gesellt sich sehr schnell Farbrauschen hinzu und Bilder werden zum Teil recht unscharf. An diesem Punkt merkt man, dass Motorola irgendwo sparen musste, um das Gerät so günstig anbieten zu können. Auch die Geschwindigkeit und Reaktionszeit der Kamera lassen zu wünschen übrig. Am Kameramenü wird ein Teil der minimalen Nutzeroberfläche von Motorola sichtbar. Mit einem Wisch von der linken Seite zur Mitte hin erscheint ein Halbkreis, der rudimentäre Einstellungen erlaubt. Mit einer Wischbewegung von unten nach oben und umgekehrt lässt sich hinein bzw. herauszoomen. Mit einem Wisch von der rechten Seite zur Mitte kommt man zur Galerie. Was hätte anderes zum Einsatz kommen können als Android als Betriebssystem?
Motorola setzt auf die Version 4.3 Jelly Bean und verspricht ein baldiges Update auf die neueste Version 4.4 alias KitKat. Während Samsung, HTC und Co. auf eigene Nutzeroberflächen setzen, lässt Motorola Android fast in seiner Rohfassung auf dem Moto G laufen. Ein wenig eigene Software ist dennoch mit an Bord. So erlaubt der Motorola Assist, das Gerät in eine Art Ruhemodus zu versetzen, in dem Anrufe abgelehnt werden. Hierbei kann man allerdings Kontakte als Favoriten markieren, die einen immer erreichen können, oder festlegen, dass es klingelt, wenn eine Person ein zweites Mal anruft. Der Besprechungsmodus erlaubt das Stummschalten des Telefons, auf Wunsch auch mit einer automatischen Antwort. Hierzu wird auch der Google-Kalender durchsucht und das Moto G erledigt das Stummschalten optional auch automatisch. Ein weiteres nettes Feature, das nicht am Internetvolumen zehrt, ist das eingebaute FM-Radio. Schade hingegen ist, dass Motorola ins Moto G zwar eine LED als Benachrichtigungssignal einbaut, diese aber nur in der Farbe Weiß aufleuchten kann. Der Akkudeckel verdient diesen Namen eigentlich nicht. Man kann diesen zwar abnehmen, ein Akku kommt allerdings nicht zum Vorschein. Dieser ist 2070 mAh stark, aber nicht austauschbar. Am Ende eines anspruchsvollen 8-stündigen Arbeitstages ließen sich 58 übrig gebliebene Prozent von der Akkuskala ablesen. Nach weiteren 12,5 Stunden im Standby waren noch 50% übrig. Beides sehr gute Werte, die noch ausbaufähig sind, wenn man Bluetooth und WLAN ausschaltet, wenn man es nicht benötigt. Ein Smartphone für 170 Euro mit brillantem HD-Display, einem schnellen Quad-Core-Prozessor von Qualcomm und einer Akkuausdauer, die einem erlaubt, 2 Tage auf Steckdosen zu verzichten, ohne an Entzugserscheinungen zu leiden. So könnte man das Moto G in einem Satz beschreiben und gleichzeitig zum Einsteiger-Smartphone des Jahres küren. Allerdings ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Kamera des Moto G ist nur Mittelmaß. Auch der 5,5 kleine und nicht erweiterbare Speicher könnte einigen ein Dorn im Auge sein. Hier lohnt sich vermutlich eine Investition von 30 Euro. Für 199 Euro bekommt man das Moto G mit 16 GB internem Speicher. Zudem spart Motorola am Lieferumfang. Auf Headset und Netzteil muss man beim Kauf verzichten.